City nach Mitternacht. All die braven Bürger liegen jetzt wohlbehütet in ihren Betten. Aber viele sind auch jetzt noch aktiv. Verschwören sich, planen etwas, schmieden Intrigen, lauern im Schatten. Katzen, Ratten und Fledermäuse. Du verleihst dem Wort Fledermaus einen üblen Beigeschmack, Man-Bat. Juwelendiebstahl ist nicht deine Art. Wer hat dich dazu angestiftet? Meine Robo-Pinguine! Pinguin, mir war klar, dass du deine dreckigen Flossen nicht von den Klunkern lassen kannst. Klunker? Diamanten ähneln im Licht Eisbergen und Pinguine leben gern auf Eisbergen. Diese Stimme. Der Pinguin hat sich Hilfe geholt von dem Außerirdischen. Ich habe immer gewusst, dass der mächtigste Mann des Planeten eines Tages in Gotham auftaucht. Macht hat die Eigenschaft, Menschen zu korrumpieren. Und wie ich sehe, macht Superman da keine Ausnahme. Hey, du bist ja ein richtiger Scherzkeks. Ich bin nicht hier, um dem Pinguin zu helfen. Nein, nein, ich bin gekommen, um mich vorzustellen. Und um dir eine helfende nachbarschaftliche Hand zu reichen. Ich brauche keine Hilfe. Nicht bei so einem kleinen Fisch wie dem Pinguin. Oder dem Joker. Joker ist hier? Woher wusstest du? Ich brauche deinen Röntgenblick nicht, um zu sehen, dass das Böse immer in der Nähe lauert. Tja, also, Flash, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und ein paar andere Superhelden wollen die Liga der Gerechten gründen. Und wir hatten uns gedacht, da du ja auch so eine Art Superheld bist. Was denn eine Art Superheld? Im Ernst jetzt? Also, ich finde, für einen allmächtigen Außerirdischen denkst du wie ein Dorftrottel. Ein Man-Bat ist... Ich bin durchaus in der Lage, mit all dem allein klarzukommen. Willst du, dass ich das Ding mit meinem Hitzeblick einschmelze? Kein Thema, es würde mir nichts ausmachen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich da raushalten. Oh, tut mir leid. Und was diesen Club angeht, ich werde niemals der Liga der Gerechten beitreten. Ist das angekommen? Na gut, wie du meinst, Batman. Aber nicht laut werden. Ich hab ein super Gehör, weißt du? Wenn ich das so sagen darf, Sir, Superman scheint ein ganz famoser Kerl zu sein. Vielleicht sollten Sie doch darüber nachdenken, der Liga der Gerechten beizutreten. Alfred, Sie vergessen, dass ich stets allein arbeite. Ich bin ein Schatten. Ich beschütze alle, bin aber niemandes Freund. Ich bin ein einsamer Geist der Rache, der allein durch die Nacht streift und, Immer noch keine Information zum Verschwinden von Superman. Metropolis ist in Panik. Die Kriminellen entgehen ihrer Strafe. Hunderte von Katzen sitzen auf Bäumen fest. Superman, wir brauchen dich. Ich traue diesem Außerirdischen zwar nicht über den Weg, aber wenn der Mann aus Stahl verschwindet, dann möchte ich auch wissen, warum. Die Kriminellen rund um den Globus haben zig Gründe, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Schlimmer noch, ihn gegen uns einzusetzen. Aber wie soll ich allein den gesamten Planeten nach Hinweisen absuchen? Ich hasse es zwar, aber ich habe keine Wahl. Meldest du dich, um der Liga beizutreten? Nein, ich melde mich wegen des mysteriösen Verschwindens von Superman. Er könnte überall sein, was bedeutet, dass wir überall suchen müssen. Deshalb... hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Und ich meine, diese Art von Hobby hilft mir, einen Gang runterzuschalten und das Leben zu genießen. Das nennt man Multitasking, wie auch immer. Ich helfe gerne. Sehr schön. Ich schicke dir meine Koordinaten. Wie schnell könntest du... Ich wäre soweit. Sieh mal, das habe ich gerade für dich gemalt. Es wird ein wenig Licht in die Höhle bringen. Los! Aufwachen, Superman! Hey, wo bin ich hier? Komm raus aus dem Schatten und zeige dich! Hahaha!
Du hast kryptonitversetzte Gitterstäbe mit deinen Händen berührt. Du bist mein Gefangener und es gibt kein Entrinnen.